Nun reg dich nicht auf, aber der Mond schrumpft und wird runzelig. Ungefähr so wie eine Traube, die zu einer Rosine wird. Das passiert, weil unser natürlicher Satellit seine innere Wärme seit über 4 Milliarden Jahren speichert, aber sein Kern kühlt allmählich ab und wird dichter. Genau wie ich. Anders als die flexible Haut einer Traube ist die Oberfläche des Mondes ziemlich spröde. Diese Sprödigkeit verursacht Brüche, wo verschiedene Abschnitte der Kruste gegeneinander drücken, was Wissenschaftler Mondbeben nennen. Bisher hat unser Satellit im Umfang um etwa 45 Meter abgenommen. Es handelt sich um eine so geringfügige Veränderung, dass sie das Aussehen von Sonnen- oder Mondfinsternissen oder die Mondphasen nicht beeinflussen wird. Selbst die Gezeitenzyklen werden nicht beeinträchtigt, da sich die Masse des Mondes nicht wirklich verändert hat. Dieser Schrumpfungsprozess wird uns hier unten direkt nicht beeinflussen. Aber das bedeutet nicht, dass alle Menschen sicher sind. Mondbeben verursacht durch den Schrumpfungsprozess sind seit Jahren eine Besorgnis. Während der berühmten Apollo-Missionen hinterließen NASA-Astronauten Seismometer an verschiedenen Punkten auf dem Mond. Das sind Geräte, die in der Lage sind, seismische Aktivitäten auf der Mondoberfläche mit außergewöhnlicher Präzision zu identifizieren. Die Ausrüstung war mehrere Jahre lang in Betrieb und konnte über 12.000 Mondbeben erfassen, deren Stärken zwischen 2 und 5 lagen. Bis zum Jahr 1977 konnte das Team 4 verschiedene Arten von Beben identifizieren. Einige Erschütterungen, wie die durch Meteoriteneinschläge verursachten, waren relativ leicht zu identifizieren. Die Ursache der sogenannten flachen Mondbeben bleibt jedoch für Wissenschaftler ein Rätsel. Und das kann ein Hindernis für zukünftige Missionen auf dem Mond sein. Wie der Name schon sagt, treten flache Mondbeben relativ nahe an der Oberfläche auf, typischerweise zwischen 50 und 220 Kilometern unter der Kruste. Jüngste Forschungen deuten darauf hin, dass diese Erschütterungen durch die Kompression der Mondoberfläche ausgelöst werden, was zur Bildung von Überschiebungsbrüchen führt, bei denen eine Oberflächenschicht über eine andere geschoben wird. Diese Studie hat auch herausgefunden, wo die Epizentren der stärksten Beben waren. Alles begann in der Region des Südpols, genau dort, wo wir uns niederlassen wollen. Das Interesse am südlichen Mondpol erreichte im Jahr 2023 seinen Höhepunkt, als die indische Chandrayaan-3-Mission erfolgreich landete und einen Rover aussandte, um das Gebiet zu erkunden. Auch die NASA hat Pläne für diesen Ort und ihr ehrgeiziges Ziel ist es, Astronauten zum ersten Mal dorthin zu bringen. Die Artemis-3-Mission, die für das Jahr 2026 geplant ist, hat derzeit 13 potenzielle Landeplätze am Südpol, die hier durch die blauen Quadrate dargestellt sind. Eine der Optionen befindet sich innerhalb eines geologischen Merkmals namens De Gerlache Rim 2, das ein strategisch wichtiger Bereich für die Erkundung ist. Es könnte Eis enthalten, da Teile davon vollständig im Dunkeln liegen. Aber es ist nahe genug an Gebieten, die Sonnenlicht haben, was als Energiequelle entscheidend ist. Nun betrachten Sie die rosa Punkte auf derselben Karte. Sie repräsentieren die möglichen Epizentren der stärksten von der Apollo-Mission aufgezeichneten Mondbeben. Das bedeutet, dass die Verwerfungszonen in diesem Bereich relativ jung und potenziell aktiv sein könnten, was eine echte Gefahr für die Crew von Artemis 3 darstellt. Diese Astronauten werden im Laufe von 30 Tagen in die Mondumlaufbahn reisen und 2 Besatzungsmitglieder werden zur Oberfläche hinabsteigen und etwa eine Woche am Südpol verbringen. Ihre Mondspaziergänge werden besonders herausfordernd sein, angesichts der extremen Temperaturen in diesen dauerhaft beschatteten Regionen. Die Präsenz von Mondbeben und möglichen Erdrutschen fügt dieser Mission nur noch mehr Gefahr hinzu, da dieses Phänomen weitaus beängstigender ist als Erdbeben. Das stärkste je aufgezeichnete Mondbeben hatte eine Stärke von 5,7. Man könnte denken, das sei keine große Sache, wenn man bedenkt, dass Länder wie Chile, Kolumbien und Papua-Neuguinea im Jahr 2023 Erdbeben ähnlicher Stärke ohne bedeutende Schäden erlebt haben. Aber die Gravitationskraft auf dem Mond ist relativ schwächer als auf der Erde, sodass sich das, was sich auf unserem Planeten wie ein sanftes Zittern anfühlt, dort oben als wirkliches, bodenerschütterndes Ereignis anfühlen kann. Dies geschieht, weil man nicht so fest mit der Oberfläche des Mondes verbunden ist wie auf der Erde, was bedeutet, dass seismische Wellen die Oberfläche freier bewegen können.
Es gibt auch einen großen Unterschied in der Dauer. Erdbeben dauern typischerweise zwischen 10 und 30 Sekunden. Manche können bis zu 2 Minuten anhalten. Ein Mondbeben kann jedoch viel, viel länger dauern. Unser Satellit ist im Wesentlichen eine solide, starre und trockene Kugel. Wenn also ein Beben die Oberfläche des Mondes erschüttert, resoniert es kraftvoll, ohne natürliche Dämpfungsmöglichkeiten. Mondbeben können gut 10 Minuten oder sogar länger anhalten, wobei kleine Bebenstöße noch Stunden danach spürbar sind. Diese neuen Erkenntnisse über oberflächennahe Mondbeben werden tatsächlich die potenziellen Landeplätze für Artemis III nicht verändern und sie werden auch die Dauer der Mission nicht beeinflussen. Das liegt daran, dass es schwierig und unvorhersehbar ist, genau zu schätzen, wie oft eine spezifische Region diese Erschütterungen erlebt. Was Wissenschaftler jedoch wissen, ist, dass diese flachen Beben nicht sehr häufig sind und ein geringes Risiko für kurzfristige Missionen auf der Mondoberfläche darstellen. Doch diese Situation ändert sich komplett, wenn wir eine langfristige Besiedlung des Mondes in Betracht ziehen. Und das könnte schneller geschehen, als wir erwarten. Die Artemis III-Mission stellt einen wichtigen ersten Schritt zur Raumkolonisierung dar. Auch China unternimmt die ersten Schritte, um bis zum Jahr 2040 eine dauerhafte Mondstation am Südpol zu errichten. Ihre Strategie umfasst den Einsatz von 3D-Druck und die Produktion von Ziegeln aus Mondstaub für den Bau der Mondstation. Das klingt definitiv faszinierend, aber eine solche Einrichtung zusammenzustellen, bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich, einschließlich des Umgangs mit intensiver kosmischer Strahlung, dem Wassermangel und natürlich langanhaltenden Mondbeben. Über Milliarden von Jahren wurde die Oberfläche des Mondes von Asteroiden und Kometen getroffen, was dazu führte, dass durch die Einschläge ständig Teile abbrachen. Dadurch ist das gesamte Oberflächenmaterial ziemlich locker gepackt. Wenn es also zu Beben kommt, können Hänge in der gleichen Gegend anfällig für Erdrutsche oder das Entstehen neuer Bruchlinien werden. Zukünftige Siedlungen, die zu nah an diesen instabilen Hängen liegen, könnten alle Bewohner dieser Mondstationen gefährden. Mondstaub fügt eine weitere Ebene der Komplexität hinzu, denn ohne Erosion oder Wasser, um ihn zu glätten, kann er so hart wie Glas werden. Wenn wir wirklich verstehen wollen, wie gefährlich Mondbeben für Menschen sein könnten, die in Zukunft auf dem Mond leben und arbeiten, müssen Weltraumagenturen immer noch eine Kartierung durchführen und neue seismische Daten sammeln. Und nicht nur vom Südpol, sondern vom gesamten Satelliten. Im Jahr 2025 plant die Mission der Farsight Seismic Suite, oder FSS, zwei der präzisesten jemals gebauten Seismometer im Schrödinger-Krater zu stationieren, der sich auf der dunklen Seite des Mondes befindet. Es ist entscheidend herauszufinden, was dort am Boden passiert, um die komplexe lunare Struktur und ihre internen Dynamiken zu verstehen. Ich meine, Wissenschaftler versuchen immer noch herauszufinden, ob das Fehlen von aufgezeichneten seismischen Aktivitäten auf der erdabgewandten Seite des Mondes darauf zurückzuführen ist, dass die aktuellen Instrumente nicht in der Lage sind, sie zu erkennen, oder ob es aufgrund von Interferenzen durch geschmolzenes Material im Mantel verursacht wird. Sobald sie diese Antwort haben, wird es einfacher sein, das Phänomen der flachen Mondbeben vollständig zu verstehen und ihre Auswirkungen auf zukünftige Siedlungen auf unserem natürlichen Satelliten zu bewerten. Sie haben vielleicht gehört, dass die Erde auch schrumpft, doch es handelt sich um einen anderen Prozess. Im Grunde wird der Mond hauptsächlich deshalb kleiner, weil sein Kern natürlich abkühlt. Auch der Kern der Erde kühlt ab, aber unser Planet hat eine Kruste mit tektonischen Platten, im Gegensatz zum Mond, der nur eine Platte besitzt. Die Energie aus dem Erdkern verschiebt diese Platten oder entweicht durch vulkanische Eruptionen. Die Erde verliert tatsächlich insgesamt an Masse aufgrund des Verlusts der Atmosphäre. Unser Planet verliert jährlich etwa 45 Millionen Kilogramm Masse, hauptsächlich durch eine leckende Atmosphäre. Die Schwerkraft der Erde ist nicht stark genug, um die leichtesten Partikel wie Wasserstoff und Helium zurückzuhalten, die in den Weltraum entweichen. Aber keine Sorge, diese Zahlen sind kein Grund zur Beunruhigung, wenn man bedenkt, dass die Atmosphäre unseres Planeten etwa 5 Quadrilliarden Tonnen wiegt. Eine Zahl, die ich mir nicht einmal vorstellen kann. Mit anderen Worten, es würde viele, viele, viele Male das aktuelle Alter des Universums dauern, bis sie vollständig verdampft ist. Das lässt mich leichter atmen.
Und wie steht es mit dir?